Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Icarus. Ja, es geht weiter. Und wir haben auch Kommentare reinbekommen. Brigitte schreibt, wenn du schon ein so schönes Dorf baust, müssten wir dich dort eigentlich mal besuchen. Ja, mal gucken, ne, wenn das mal wirklich einfach mal fertig ist. Schauen wir mal, ne, ob es überhaupt machbar ist, weil es ist ja kein Server, ne? Ist ja nur bei mir. Naja, müssen wir mal schauen. Dann kommt vom Stefan noch. Langsam nimmt die Schmiede Gestalt an. Ich meine, mich erinnern zu können, mal gesagt zu haben, bau groß genug für die Gießerei. Ja, das hast du tatsächlich. Ich dachte aber nicht so riesig. Ja, mir gefällt der Holzboden auch am besten. Was auch super kommt, wenn du zwei hochbaust, die oberen Wände aus Glas. Also Oberlichter, Industriestyle. Dafür solltest du aber der Glasbank einen Wasseranschluss verpassen, dass die Wände im Sturm nicht kaputt gehen. Das müsste ich mir tatsächlich mal angucken. Einfach mal bauen und dann anschauen. Behalte ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf. Du brauchst Vorschläge für Gebäude? Kein Problem. Ein Schneider, der Steinmetz, der Glaser, eine Scheune und natürlich ein Gärtner für mit Gewächshaus. Wenn du dafür zwei Folgen länger brauchst, ist nicht so schlimm. Zum Thema Strom empfiehlt sich, einen Windpark aufzubauen. Muss ja nicht im Dorf selbst sein. Ja, Windpark. Ja, ich werde, glaube ich, ein bisschen versuchen zu kombinieren, so ein bisschen mit Solar und Windpark, weil ich auch gelesen habe, dass eher mal Batteriespeicher kommen soll. Wäre nicht schlecht. Dann haben wir nochmal einen Kommentar von der Brigitte. Ich könnte mir einen kleinen Tierpark vorstellen, wo alle zähmbaren Tiere in Gehegen ausgestellt werden. Vielleicht auch noch ein Aquarium dazu. Das Aquarium habe ich auch schon mal gebaut und es sieht fantastisch aus. Dort können die unterschiedlichsten Fische eingesetzt werden. Bin mal gespannt, was du alles umsetzt. Ein Tierpark. Oh, ja. Mal alle Tiere mal haben, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Ja, und hier nochmal ein von Stefan. Ja, ihr seid fleißig. Finde ich aber schön, finde ich gut. Die Jagd nach Kupfer geht weiter. Wenn du ein bestimmtes Erz suchst, solltest du den Scanner aus dem Orbit nehmen. Den kannst du auf das gewünschte Erz einstellen. Ach, der aus dem Orbit war das. Mensch, ich habe das doch in Erinnerung gehabt, dass ich da was hatte mal. Ja, Orbit, alles klar. Und wir hatten aber noch einen. Warte mal, der ist mir gerade abhanden gekommen. Hier, vom Deadpool. Hallo Strider, leider hast du die falschen Bohrer gebaut. Der ist für exotische Materie. Ja, stimmt, ne? Ja, leider. Naja, aber dann kam noch ein Kommentar vom Tobias dazu. Aber den kann er auch gebrauchen. Gibt ja jetzt die Materie im Open World. Richtig. Die Materie im Open World, also ist nicht ganz umsonst gebaut. Die Materie ist ja da. Und das machen wir dann auch, ne? Also jetzt gehe ich erstmal, glaube ich, in den Orbit, ne? Weil mir fehlt ja noch das Gold. Das ist, gute Frage. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, hier habe ich den Scanner nicht mit drin, ne? Nö. Okay, dann muss ich mal schauen, um welchen das Ding ist, nützlich ist. Ich schaue mal kurz. Ja, war gleich richtig. Hier, nützliches. Tieferz-Scanner. Was haben wir denn da? Ein Fisch. Fischidentifizierung und Scan-Hardware. Ein Handgerät, das die Gewässer und am aktuellen Standort nach frisch fischähnlichen Lebewesen absucht. Also auch cool, ne? Was ist das? Ein Biest? Bio-Identifizierungs-Evaluierungs- Scan-Technologie. Ein Handheldgerät, das Kreaturen in der Nähe zur Analyse scannt und Schwachstellen aufspürt. Auch cool, ne? Ja, dann brauchen wir den da. Also den hatte ich noch nie gekauft. Aber ich habe den mal in einer Mission, ich glaube bei Olympus oder bei Styx war das gewesen, hatte ich den tatsächlich mal gehabt. Ja, ein Scanner, der so programmiert werden kann, dass er spezielle tiefe Erzvorkommen in der Umgebung aufspürt. Na, dann forschen wir den mal. So langsam wird es auch hier mau, ne? Ja, das macht überhaupt nichts. So, dann fordern wir den auch mal gleich an. Also, ne, komm mal rüber hier. Brauche ich sonst noch irgendwas? Ne, ich glaube, ich brauche gerade nichts. Ich brauche gerade nichts, ne? Ne, ich glaube nicht. Alles klar, komm. Komm mal her. Dann können wir nämlich besser danach suchen. Dann kann ich mich mein hier zerstören. So. Holen wir uns den doch glatt mal, ne?
So, und zur Station zurückbringen. Exotische Materie werde ich auch dann in Zukunft noch aufspüren müssen. Und gucken. Jetzt gucken wir uns den mal an. Kein Aluminiumerz, genau. Kohleerz. Ja, das ist der Scanner, den ich meine, ne? Golderz, kein Signal. Weiß ich gar nicht. War das hinten Kupfer? Gold. Eisenerz ist hier in der Nähe. Lithium, Schwefel ist da irgendwo in der Nähe. Warte mal, das war Kupfer da hinten, ne? Brauchen wir Golderz. Dann brauchen wir Golderz. Habe ich noch die Geräte bei mir? Ja, ich musste ja hier, ne? Ich hab da die... Nein! Oh Gott. Du bist aber mal wieder... Ah ja, der macht ja gerade das... Genau, der schmilzt da ja gerade. Puh. Tiefbaubohrer. 25 Aluminiumblöcke. Okay, warte mal, mach mal. 50 und 16 Carbon. 50 Aluminiumblöcke. Einmal mal hier. So. 50. Da habe ich natürlich was wiederbekommen. Titan habe ich tatsächlich nicht mehr so viel. Scheiß. Naja. Nee, Titan fehlt mir jetzt, ne? Da ist nochmal gefrorenes Erz. Muss ich nochmal Titan suchen. Ich bin gerade überlegen, wenn ich jetzt... Warte mal, waren die auch aus Titan? Wo bist denn du? Nein, die waren... Da, die waren günstiger. Die waren günstiger. Okay, Titan. Ja, ich brauche 8 Blöcke. Schon für eine, ne? Ah, so ein Mist aber auch jetzt, ne? Okay, warte mal. Wir bereiten aber wenigstens den Rest schon mal vor, ne? 16 Carbonfaser. Und dann gucken wir nochmal. 16 Carbonfaser. Dafür brauchen wir... ja. 16 Aluminium, 16 von dem. Nehmen wir da. Und Silizium da. So... Denn hier Epoxid haben wir genug. Keine Ahnung, 66 würde ich jetzt mal behaupten. Haben wir das denn? 66. Dann geben wir mal da nochmal wieder ein bisschen was raus. Ja. Wo haben wir jetzt Holz? Hallo. Da haben wir Holz. Ich habe noch keine Ordnung hier, ne? Ich habe noch keine Ordnung hier. Nicht 166. 66. So. Dankeschön. Legen wir das. Ne, das legen wir da mal wieder rein. So. Ich will ja nicht übertreiben, ne? Das da wieder rein. Ist halt hier teilweise doch ein bisschen hier und da und dort. Wir brauchen ja auch 30 Platinen. Also 2 habe ich ja schon. Sind denn dann 28 Platinen? Junge, das wird jetzt eng. Das wird jetzt eng. Oh. Wieso habe ich hier noch so viel? Habe ich schon vorbereitet? Naja gut, nimm mich. Warum habe ich Stahl? Ich weiß nicht, warum ich Stahl habe, keine Ahnung. Aber Titanblöcke, ne? Wir müssen Titan besorgen. Das ist alles Aluminium da unten. Gib mir mal die Scoria-Ziegel da raus. Ja, da steht auch noch unbekanntes Erz. Aluminium, Gold, Eisen, Kupfer, okay. Ja,
Schade eigentlich, ne? Irgendwo hatte ich jetzt noch... Egal. Okay, wir müssen Titan besorgen. Das heißt, ich muss ja... Ja, nochmal wieder darüber. Oder wir gehen in die Kupfererzmine. Genau da. Und gucken mal, ob da vielleicht Titan hat noch. Oh, mal gefrorenes Erz. Schade, ne, dass aus diesem gefrorenen Erz nicht auch Titan mit rauskommt. Finde ich schon ein bisschen schade. Machen wir es so. Ja, find ich persönlich ein bisschen schade. Aber gut, was nicht ist, kann man nicht essen, kann man nicht machen. Wenn man es nicht hat, hat man es nicht. Ich muss hier echt Platz machen, ne? Und ich brauche ja noch... Ah, Windräder. Windräder. Ja, die brauchen ja mehr Strom jetzt. Ach Gott. Auch nochmal 16 Platinen. Gott, ja. Wie weit bist du? So, machen wir 16. Alles klar. Okay, wir könnten aber schon mal... Nee, das ist 17 Uhr. Da werde ich jetzt nicht rauslaufen. Machen wir hier noch ein bisschen. Okay, Windräder. Brauchen wir nochmal 25. Also 50 Aluminium. 50 Golddraht. 50 Aluminium. Gucken wir mal. 40. Na, jetzt. 50 Aluminium. 50 Golddraht. Passt. So, das da rein. Machen wir es mal so. Dann brauchen wir hier nochmal 70 Kupferdraht. 70 Kupferdraht. Wir müssen nochmal Golddraht herstellen, Maximum. Können wir aber auch nochmal ordentlich was machen. Wir haben ja durch das gefrorene Erz auch nochmal ein bisschen was bekommen. Was waren das? Das waren auch nochmal 16 Platinen. Komm, gib mir mal... Haben wir noch irgendwo hier Gold rumliegen? Wir haben auf jeden Fall Golderz rumliegen. Ah ja, guck mal, hier nochmal Kupfererz. Haben wir da noch was? Hier haben wir nochmal ordentliche Menge Gold. Also Golderz, das da. Nehmen wir das Kupfer nochmal mit. Da machen wir mal 50 davon. Und ja, das auch nochmal. Ich merke aber auch schon, dass mein Essen schon wieder zur Neige geht. Lass uns mal kurz gucken. Ich brauche meine Sichel mal kurz. Ach, schon wieder. Ich kümmere mich nicht gut genug um mein Zeug hier. Alles verwelkte Sachen. Haben wir noch Mehl? Nein, wir haben kein Mehl mehr. Natürlich haben wir kein Mehl mehr. Was fehlt mir denn da? Da fehlt mir Brotteig. Herzlichen Glückwunsch. Und was fehlt mir da? Gebäck? Ja, okay. Ich glaube, ich werde mich bald nur noch von Marmelade ernähren. Ach, guck mal, hier können wir noch Brotteig machen. Warum können wir Brotteig machen? Ein Mehl. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hätte ich jetzt meinen Weizen nicht versauern lassen, dann hätte ich auch gehabt, ne? So, ist einmal aufgestanden. Jetzt gucken wir hier mal.
Also ich brauche ja auch nochmal 16. Ach Gott, Epoxid brauche ich nochmal. Nochmal eine Menge, warte mal. Das lassen wir mal kurz durchschmelzen. Da, 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 da. 16. Einmal so machen, bitte. Ach, schön, ne? Schön. Okay, ich kann ja mal nach Gold suchen. Ja, lass mich mal nach Gold suchen. Ich lass mal Benji kurz hier stehen. Golderz. Na, dann lass mich mal rauslaufen. Ich habe keine Fackel, ne? Das ist ein gutes Zeichen, keine Fackel zu haben. Aber wie viel Schwefel brauche ich denn für eine Fackel? 8 Schwefel. Ja, komm. 8 Schwefel, den Rest hole ich mir da draußen. Und dann werden wir jetzt mal sehen, ne? Miau, 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 abgrasen, abgrasen. Ich lasse jetzt Benti zu Hause. Ich hoffe, dem passiert nichts, wenn ich jetzt mal zu Hause bin. Also wenn ich mal nicht zu Hause bin. Das geht jetzt nicht anders, weil ich bin im Laufen, bin ich einfach schneller. Immer noch kein Signal. Wir laufen jetzt einfach mal Tourschuh durch hier. Mal gucken, weil er mir ein Signal gibt. Guck mal, wie viel Power ich habe hier im Laufen. Ja. Ein Starkring zieht auf. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Muss ich aber weit weglaufen, wa? Da ist auf jeden Fall Kupfer. Aber den Erzscanner, den meine ich. Dankeschön, dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast. Vielen Dank. Das macht das Leben natürlich wieder etwas leichter. Ich vergesse manchmal, dass es ja oben in der Werkstatt noch das eine oder andere Zeug gibt, was ich ja hier unten denn nicht herstellen kann, ne? Ach, guck dir mal an, wie weit ich laufen muss. Ich werde jetzt, glaube ich, mal vielleicht doch hier hochlaufen. Da ins Schneegebiet vielleicht. Vielleicht gibt es da ja irgendwas. Oh, warte mal, mein Essen ist sowieso gleich leer. Machen wir mal neu. So, machen sind bald leck. Ich brauche Brot gleich. Ah ja, vielleicht finde ich ja hier unterwegs gerade noch ein bisschen Weizen. Dann sammle ich das mit ein. Weit und breit. Weit und breit kein Gold. Ich will ja auch nicht ewig weit laufen, ne? Aber so wie es aussieht, muss ich das wohl. Hier? Na, ich laufe jetzt da rein. Also irgendwo wird ja wohl das Gold sein, ne? Was ist da eigentlich? Da geht's so... Okay. Komm, leuchte auf. Leuchte auf.
Hi. Weg mit dir. Na, das ist ja mein Ding. Guck mal, Weizen. Na, dann nehme ich mal meinen ganzen Haufen mit. Ich glaube, da kann ich jetzt ordentlich Brotteig mit rausmachen. Ja. Au. Oh, ey. Ah. Oh, die Bäume wollten mich, glaube ich, gerade ein bisschen zerhacken. Das finde ich aber auch geil, ne? In so einem Sturm, die Bäume. Oh. Geht nichts mehr. Welche Richtung gucke ich? Ich gucke in die Richtung und laufe da mal weiter. Error, kein Durchkommen. Das muss doch hier irgendwo rübergehen. Das ist aber ein bisschen. Lass mich mal nach da oben. Vielleicht komme ich da oben irgendwie rüber. Oder hier, warte mal. Schanzen. Jawohl, und. Ah, wunderbar. Gelandet. Aber immer noch kein Signal hier, ne? Hier ist noch mehr Weizen. Boah. Autsch. Na, da werde ich ja mal ein bisschen Mehl draus machen können. Oh, und hier ist ein Schneesturm. Oh nee, der fängt ja gerade erst an, der Schneesturm. Der wird ja gleich erst richtig hart. Aber nirgendwo Gold, ne? Hallo? Kein Piep. Gut, funktioniert tut er noch. Alter Schwede. Hey. Kann doch nicht sein, oder? Kann doch nicht sein. Dass ich hier nirgendwo eine Goldader finde. Rollende Tundra, ja, ja. Doch nicht möglich.
Alter Verwalter. Es ist jetzt nicht deren Ernst hier. So, jetzt wird es gleich richtig kalt. Das ist nicht möglich. Also ist ja dann ein mega weiter Weg, den ich zu laufen habe oder zum Holen habe. Können wir denn mal ein bisschen, können wir denn mal sagen, dass wir hier Förderbänder einführen? Nee, das kann nicht sein. Also, boah. Wow. Nicht schlecht, Alter, ne? Aber kein Piep, nix. Wahnsinn. Ja, das ist der Wahnsinn. Also ich möchte ja auch nicht unbedingt hier erstmal 3 Jahre und pups mich tot rumlatschen müssen, um dann mal ein bisschen Gold zu bekommen, ne? Also ich glaube, dann mache ich das tatsächlich so. Ich werde jetzt gucken, dass ich Titan bekomme, das einschmelzt, die Bohrer fertig baue, dass wenn ich dann wirklich Gold finde, nein, du hast mich nicht gesehen, du willst nichts von mir, das ist alles okay, dass ich dann gleich die Bohrer mit einpacken kann, weil das... Das wird ein ziemliches Gelaufe hier. Aber wir wollen ja auch was Richtiges bauen und hier und da und auch die Mission machen, ne? Trianguliere die versteckte Basis. Ja, das will ich jetzt noch gar nicht machen. Wir brauchen definitiv um einiges mehr Titan. Ja, dann muss ich die Höhlen weiter durchsuchen. Golderz so selten. Ja. Schon Wahnsinn, ne? Gut, kann ich halt nichts groß dran ändern, ne? Was nun mal ist, ist nun mal, ne? Und dann... Jetzt sind wir zumindest mal hier draußen. Wow. Ja gut. Ja, dann machen wir es so. Ich laufe Richtung Heimat. Ja, dann mache ich jetzt händische Ernte nochmal. Mach dann... Nee, nicht Richtung Heimat. Doch, Richtung Heimat. Und ich glaube, dann gehen wir nochmal in diese Vulkanhöhle. Also Richtung Vulkan in die Höhle und bauen uns da noch mal ein bisschen runter und werden einen Titan besorgen gehen. Alles aufbauen.
Und dann werden wir nach Gold nochmal neu suchen. Ne? Bleibt mir da nichts erspart, wenn wir das so machen. Gut, ich laufe nach Hause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.